Wir wollen sie für die ganze ARD, nicht nur für BR und SWR einsetzen und da zusammen mit den anderen Entwicklungseinheiten der ARD was richtig Großes machen. Am 1. Januar wurde sie gegründet. Seit April geht es richtig los in der Public Value Technologies, nennt sich das Ganze. Das ist ein Tochterunternehmen von BR und SWR. Und wir haben jetzt hier die Vera Cornett als Pressesprecherin und natürlich noch den Geschäftsführer, den Gerd Kauns. Jetzt habt ihr eine Tochtergesellschaft für digitale Produktentwicklung und Co. Warum braucht es denn da eine eigene Tochterfirma? So, wir waren ja in der Abteilung im Bayerischen Rundfunk. Die gibt es ja schon seit 2015 und genau genommen gibt es digitale Produktentwicklung schon wesentlich länger im Bayerischen Rundfunk. Aber irgendwann hat man erkannt, wir sind gewachsen und gewachsen. Es gab immer mehr zu tun im BR. Und irgendwann hat man gesehen, dass das, was wir da tun, eigentlich dass das in der ganzen ARD gebraucht wird. Und dann hat man zusammen mit dem SWR sich entschlossen, diese gemeinsame Tochter zu gründen, um eben genau diese Synergien zu heben, dass man eben Doppelstrukturen oder auch Mehrfachstrukturen innerhalb der ARD vermeidet. Wir fangen jetzt mit SWR an, aber wollen uns natürlich für die ganze ARD auch öffnen. Was sind denn so Synergieeffekte zum Beispiel? Also ganz konkret haben wir unser erstes Projekt mit dem SWR gerade abgeschlossen. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch die SWR-Hitparade. Da kann man, das ist also ein Voting-Tool, ganz genau. Ja. Und wir merken natürlich, du brauchst nicht nur Musiktitel voten, du kannst alles Mögliche voten. Also mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern nächstes Jahr, aber auch zum Beispiel den Musikwettbewerb Chor-Videos zum Beispiel. Und dieses Voting-Tool haben wir generisch entwickelt. Das heißt, das kann der BR, der HR, prinzipiell jeder, der möchte, entwickeln. Also weiterentwickeln mit uns und auch benutzen. Das wäre jetzt das Nächste gewesen, weil du jetzt auch HR genannt hast. Ich meine, es ist ja BR-SWR-Zusammenarbeit. Das heißt aber nicht nur, dass ihr für diese beiden Anstalten das Ganze macht, sondern? Also wir haben mal mit denen angefangen, aber wir beide sind sehr aktiv unterwegs, waren beim Hessischen Rundfunk zum Beispiel, haben auch schon ein erstes kleines Projekt mit dem Saarländischen Rundfunk, Kontakte zum WDR. Also du hast ja gerade auch gesagt, wir haben April erst operativ angefangen, aber wir rollen so langsam auf, kommen mit vielen ins Gespräch und würden natürlich gerne unsere Dienste für die ganze ARD anbieten und uns da als starken Partner etablieren. Warum habt ihr das jetzt nicht irgendwie an extern vergeben? Gibt ja Dienstleistungsunternehmen, die das machen. Warum doch eigen? Also uns ist eben ganz wichtig, dass wir dieses Wissen, was wir aufbauen, was wir generieren, eben in einem ARD-Verbund halten. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir, die ARD ist eine Media Company, aber wir müssen eben neben der Media Company auch eine Tech Company werden. Und das geht natürlich nicht, wenn man das Wissen nach außen gibt, weil dann ist das Wissen weg, man macht sich abhängig, man macht sich auch in dem Sinne angreifbar bei den digitalen Produktentwicklungen. Im blödsten Fall bricht mal ein externer Dienstleister weg, dann muss das Produkt neu entwickelt werden. So haben wir das Wissen im ARD-Verbund, wie die Vera schon gesagt hat. Wir wollen es eben für die ganze ARD, nicht nur für BR und SWR einsetzen und da zusammen mit den anderen Entwicklungseinheiten der ARD was richtig Großes machen. Sondern wir schauen tatsächlich, dass wir es mit Leuten hier machen, die eine große Verbundenheit zu unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem auch haben. Vielleicht sagen wir auch mal ein bisschen die Kompetenzfelder. Was springt da alles bei raus? Also ja, magst du anfangen? Wir haben Entwicklerinnen, Entwickler natürlich. Oder ich fange gleich mal, mache gleich mal weiter. Also das heißt ganz klassisch im Backend, alles was so unter der Haube passiert, aber auch im Frontend, BR24 ist ja unser wichtigstes Produkt. Machen wir natürlich auch gerne weiter, BR als ganz wichtiger Partner für uns an der Stelle. Ansonsten haben wir aber auch Designerinnen, Designer und wir testen alles sofort. Also bei uns geht nichts raus, ohne dass es nicht auch mit Usern getestet wurde. Ist für uns auch ganz wichtig, dass wir das haben und dann eben auch nochmal eine große Abteilung mit Agile Coaches, die uns agil in unserer Arbeitsweise auch begleiten. Das ist einmal unser Mobile Development, da sind wir, glaube ich, richtig gut aufgestellt. Und das Web Development, also sprich alles, was so wirklich Kleinentwicklung, also Webseiten, Apps, wir bauen aber auch für K-Infotainment-Systeme und so weiter, also für sämtliche Ausspielwege, wie man sich so im Digitalen vorstellen kann. Jetzt machen wir gerade neu auch eine, bringen wir BR24 auch auf die Apple Watch, das ist auch ganz neu, was wir gerade machen. Sprich, das macht alles unser Mobile-Team. Und natürlich auch eine ganz große Säule, was wächst und wächst, ist unser Data and Analytics Team. Also sprich, gerade dieses Thema Datenerhebung spielt so eine große Rolle, weil ich meine, man kennt es von den großen Tech-Giganten, Daten sind quasi der Treibstoff, die Großen groß gemacht hat. Und wir sind da noch ein bisschen hinterher, muss man ehrlicherweise sagen, und sind gerade dabei, sozusagen da einfach aufzuholen. Empfehlungsalgorithmen, als großes Thema. Ja, okay. Das ist, da kann man sich was drunter vorstellen. Die Programmmacher des Internet, die haben wir auch bei uns und da mischen wir ganz gut mit. Zwei kurze Fragen noch zum Schluss. Wie sieht es aus, das Thema Wachstum? Ihr seid 80 Mitarbeiter, ne? Wo geht's so hin? Also prinzipiell sind wir kein Selbstzweck. Wir wachsen ja nicht, weil die Pub unbedingt wachsen will, sondern weil die digitale Produktentwicklung innerhalb der ARD wachsen soll und wachsen muss. Also dementsprechend schauen wir natürlich, wo gibt es Bedarf.
Wir sind sicher, dass wir wachsen werden. Ich will aber jetzt noch keine Prognose sagen, wie schnell oder wie stark. Also wir haben jetzt keinen Businessplan, wo wir sagen, wir wollen jetzt Ende des Jahres uns verdoppeln, verdreifachen, was auch immer. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, sondern wir müssen es immer quasi synchron zur ARD halten, dass wir einfach gucken, wo sind da die Anforderungen. Und wir wollen eben zusammen mit der ARD in dem Bereich im Digitalen wachsen. Das klingt auf jeden Fall super mannigfaltig. Deswegen, also ich bin mir sicher, dass da noch einiges kommt. Was ist denn in der Mache? Habt ihr ja schon ein paar Beispiele, was noch so kommt? Also eins, auf was ich total stolz bin, und ich glaube wir beide, dass wir tatsächlich in Sachen Dialogfähigkeit gerade einen großen Schritt machen. Also wir starten jetzt wirklich so ein Konzept mit BR24 quasi als erstes Produkt und dass wir da wirklich die Bedürfnisse einsammeln, dass wir da ganz stark mit der Redaktion im Austausch sind und probieren, unsere eigene Plattform dialogfähiger zu machen. Das ist was mich persönlich wirklich sehr antreibt, auch hier dabei zu sein. Man merkt total, ne? Beide voll bei der Sache, macht richtig Spaß. Vielen lieben Dank, Vera Kornett und Jörg Kanz. Dankeschön. Dankeschön.